Groß. Wer schreibt mich dabei ICQ an? Ich dachte, ich hätte mich auf beschäftigt gestellt. Habe ich dann wohl doch nicht. Ups, habe ich wohl vergessen. Einst bestandest du aus zwei Teilen derselben Seele. Wohin hat dich das gebracht? Geh weg! Es gibt keinen Grund weiterzumachen. Wie, die lebt immer noch? Oh Mann. Ist das creepy. Ist das Seine Hand war creepy? schleimig, Alice. Wie ein Aalas der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss sich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Siehste? Der Professor Bambi, oder wie der heißt. Und sein Arm war schleimig. Und sie hat uns quasi gerade erzählt, wie die von dem irgendwie angepackt wurde. Und ja. Oh, geil. Rutschparty auf der Zunge. Schön feucht. Die Musik ist schön. Immerhin ist der Scharfrichter jetzt tot. Finde ich gut. Hier sind noch ein paar Dingsi, Bumsi. Und noch ein paar Dingsi, Bumsi. Und dann gehen wir jetzt zum großen Dingsi, Bumsi. Wie viele Herzen hat die Schlampe denn? Die winselt schon um Gnade und trotzdem können wir nicht ablassen und müssen sie umbringen. Am Ende werden wir bestimmt einfach alle von diesem großen Zug da überfahren. Vom Hogwarts Express. Pfeffermühle. Nach da. Ah, da oben. Du bist zerplatzt, du Herz. Ja, kommt da auch nochmal wieder. Ja, danke. Ist hier jetzt immer Besonderes? Pfeffermühle da. Ah, da oben. So, und das habe ich schon von da hinten gesehen, dass da oben eins ist. Oh, mir geht langsam die Stimme weg. Ich habe gerade schon Minecraft Let's Played, weil ich ja jetzt in Urlaub fahre und da muss ich ein bisschen auf Vorrat hoch, quasi auf Vorrat Let's Playen. Und ich habe das irgendwie total vergessen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach komm, du hast ja noch eine ganze Woche drauf geschissen. Kannst du auch später machen. Ja, jetzt fahre ich aber schon übermorgen, also ich fliege schon übermorgen in Urlaub und ja, ich muss noch Alice und Star Wars am besten auch noch Let's Playen. Das ist ein bisschen doof. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Den kranken Wichser meine ich, das war der, also Professor Bambi, oder wie der heißt. Uah, total eklig. Wo lang? Hä? Cool, ich treffe Gegner und ja, okay. Da. Dachte ich's mir doch. Aber cool, dass ich durch die Tür die Viecher besiegt habe. Aber wie viele von den Dingern hat die denn? So viele Herzen kann die gar nicht haben. Das ist doch unlogisch. Das ist ja fast so, als wären wir in so einem scheiß Traum von irgendeinem Scheißmädel.
Ah, das war das Getriebe von dem Vieh. So, hier ist sonst nichts mehr. Okay. Da unten Zähnchen. Was steht hier? Pfeffermühle. Wie? Was ist das für kleine Viecher? Das sind kleine Zungen. Bah. Wir befinden uns hier quasi in einem Körper. Wir arbeiten uns jetzt quasi metaphorisch zum Herz des Inneren. Ich kann gerade nicht rennen. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine Sequenz oder so. Komisch. Ah, okay. Ach, da ist sie ja. Bah, die große Hände. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden, mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt, ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Jetzt kommt Tentakel-Hentai. Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt eine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen. Oder man muss sie stürzen. Hab aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber. Und rüber. Und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Du kranker Wichser, du. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert. Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Oh Gott.
Also wir waren anscheinend früher schon mal hier. Und jetzt sind wir wieder hier in einer Irrenanstalt, in einer Gummizelle, in einer Zwangsjacke und Haare abrasiert und oh mein Gott. Und wir taumeln so richtig krass. Cool, hier liegt Blut auf dem Boden. Okay, genug lustig gemacht über Behinderte. Aber das muss einfach mal sein. Habt ihr das gesehen? Habt ihr da reingeguckt? Wenn nicht, dann spult zurück und guckt euch die Stelle nochmal an. Ach du Scheiße. Alter, habe ich mich jetzt erschreckt. Da sind Herzen und die Sachen schweben in der Luft und also es vermischt sich langsam wieder mit dem Wunderland, glaube ich. Hier geht's eine Treppe rauf. Ah ja, ich kann ja die Kamera drehen, stimmt ja. Warte mal. Ne, ich gehe erstmal hier lang. Ruhe bitte. Ach cool. Scheiße, ich hätte erst nach oben gehen sollen. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, das ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Die bohren mir gerade ein Loch in den Kopf. Okay, und wir scheinen wieder in der Wunderwelt zu sein. Im Wunderland. Oh Gott, bah. Oh mein Gott. Jetzt wird's echt creepy. Also ich meine, vorher war das Spiel ja schon creepy, ne? Aber oh mein Gott! Guck dir das an! Das ist ja noch viel creepier als sonst. Adalas. Oh ja, Adalas ist super. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Adalas lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzend, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Schön.